Immer wenn ich kacke, muss ich auch erstmal die Kacke anschauen, bevor ich sie spüle. Ich sage einfach nichts dazu. Nee, komm, einfach kein Kommentar. Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Vor einiger Zeit hatten wir ja eine Videoreihe, wo ihr mir auf Telonym eure Beichten geschickt habt und ich habe das Passwort wieder gefunden. Das bedeutet, wir können jetzt mal wieder reingucken, was ihr damals alles noch so Wunderbares geschrieben habt. Für die Leute, die damals schon aufgegeben haben, wird er meine Beichte vielleicht niemals sehen. Doch, hier sind wir wieder. Ich, männlich 21, beichte, dass ich mit einem 40-jährigen verheirateten Mann eine Freundschaft-Plus-Beziehung führe. Mmh. Ja, geht ja gut los. Freut mich ja erstmal, dass ihr so gut zueinander gefunden habt und ihr da beide wohl viel Spaß dran habt. Rest in Peace aber an den anderen Ehepartner. Falls es eine Frau sein sollte, die wird sich freuen, das herauszufinden. Aber freut mich, dass du das mit uns einfach teilen kannst. Schön. Ich, männlich 17, beichte, dass ich mich in Kim Yo-jong verliebt habe, die Schwester von Jong-un. Ich schaue mir jeden Tag Bilder von ihr an und mache dabei Sachen. Was jungfrei ist natürlich, ne? Scheiße. Okay, die Schwester des nordkoreanischen Diktators. Gucken wir mal, wie die aussieht. Einfach nur so aus Recherchegründen, ne? Ja, das sieht doch nach einer netten, jungen Frau aus, ne? Oha, mashallah. Ja, und leitet das Propagandaministerium, also eine Karrierefrau, allerdings auch verheiratet. Ich habe da, glaube ich, schlechte Nachrichten für dich. Ob das was wird mit der großen Liebe in dem Bereich, ich weiß ja nicht. Vielleicht auch nicht unbedingt in die Familie reinheiraten. Ja, weirder Flex, aber jeder wie er möchte, ne? Ich habe einen krassen Crush auf dich und träume deshalb so oft von dir. Die Träume sind meistens nicht jugendfrei. Natürlich, ne? Und mein Freund taucht dann auch ab und zu in den Träumen auf. Ich weiß, das klingt echt creepy für dich, aber ich musste das mal loswerden. Ja, in der Tat. Stimmt, klingt ziemlich creepy. In einer gewissen Form fühle ich mich natürlich geschmeichelt. Ich glaube aber, dein Freund wird sich da nicht so drüber freuen. Mein Tipp an der Stelle, sag's ihm vielleicht einfach nicht. Außer du redest im Schlaf, dann wäre es sehr unpraktisch. Falls der Freund das sieht, es tut mir leid, ich kann da nichts für, ja? Sei auf sie wütend, nicht auf mich. Ich, männlich, habe früher, also so mit 6, oft geträumt, dass ich aufs Klo gehe und dann in mein Bett gepinkelt. Ups, ich bin so froh, dass da 6 Jahre alt steht. Und ich hoffe einfach inständig, dass der vorne nicht eine 1 vergessen hat. Bitte, bitte. In dem Alter ist okay, wir verzeihen dir das. Ist sehr unangenehm, ja? Aber ist okay. Ich, weiblich 23, habe auf meinem Abschlussball, Realschulabschluss, 16 Jahre alt, mit meinem Direktor geschlafen, 56 Jahre alt. War betrunken, es ging 2 Minuten. Er ist verheiratet und wie ich erfahren habe, war ich nicht die Einzige. Was? Ich habe das Gefühl, ich sollte das irgendwie melden. Klingt jetzt für mich nicht so richtig. Vielleicht könntest du mir einfach nochmal eine Nachricht schicken, privat, auf welcher Schule das genau war. Dann weiß ich, dass ich mein Kind da schon mal nicht hinschick. Ah, die Frau zu Hause bei ihm freut sich. Was ist denn hier heute wieder los, ey? In der Grundschule hatte ich irgendwann mal so einen unsichtbaren Stift bekommen, den man nur unter Schwarzlicht sieht. Ich bin dann in der Pause zu den Toiletten gegangen und habe die ganzen Wände und Kabinen mit Hakenkreuzen beschmiert, weil ich nur wusste, dass ich damit gerade 2 verbotene Dinge gleichzeitig mache. Habe mich wie der größte Gangster der Welt gefühlt und war sehr stolz auf mich, vor allem, weil es ja nie jemand rausgefunden hat. Einfach der größte Gangster der Welt sein. Nope. Nobody cares. Und ich frage mich zu Recht, wie oft sind krasse Sachen irgendwo draufgeschrieben, die ich niemals sehen werde? Weil, ah, scheiße, schon wieder meine Schwarzlichtlampe vergessen. Kacke. Theoretisch müsste man das noch nachweisen können. Steht ja, glaube ich, immer noch. Sei vorsichtig, wir finden dich. Wäre richtig blöd, wenn er jetzt von der Lehrerin noch Ärger bekommt deswegen. Vielen Dank übrigens für eure ganzen Einsendungen. Falls ihr ebenfalls das Ganze weiter unterstützen wollt, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und vergesst nicht, eine positive Bewertung dazulassen, ein Abo dazulassen und den Brainpain-Podcast auszuchecken, der immer mittwochs kommt. Ich, damals 6 bis 7 Jahre alt, habe auf einem Spielplatz in eine Holzhütte geschissen. Das Schlimmste ist, dass da noch weitere Kinder in der Hütte waren. Mir war das anscheinend einfach egal. Vollkommen gleichgültig. Stell dir vor, du bist so ein kleines Kind, spielst so ein bisschen, lalala, drehst dich um und dann scheißt da einer in die Ecke. Nein, da würde ich einfach aufhören und sagen, geh. Oh Mama, was ist das denn für ein komischer Sandhaufen hier? So schnell hast du Scheiße an der Hand als Kind. Nur wegen Leuten wie dir. Ich will jetzt nicht judgen, ja? Du warst noch ein kleines Kind, aber schon hart eklig. Oh nee. Und dann, ah nee. Wie? Warum? Geh doch zu deinen Eltern. Sag, Mami, ich muss kacki. Aber nein, mach doch nicht da in diese Hütte. Ich hoffe, dadurch, dass du das hier gebeichtet hast, hast du daraus gelernt und wirst das jetzt nicht mehr machen. Bitte.
Bitte nicht. Reicht für heute alles sauber. Vor Jahren war ich mit einem Kumpel in einer vollen U-Bahn. Ich habe gefurzt, jedoch leise und es hat keiner gehört. Allerdings hat es extremst gestunken. Mein Sitznachbar ging an, sich umzugucken und die Nase zu rümpfen. Mein Kumpel grinste mich an, wusste wohl, dass ich das war und sagte ganz laut zu meinem Sitznachbarn: Bah, sie Drecksau, muss das hier sein? Dann sind wir aufgestanden und der Arme saß dann alleine mit viel Platz, weil die Leute vor Gestank Abstand gehalten haben. Bis heute fühle ich mich schlecht deswegen. Ja? Aber auch nee. Was für ein Arschloch muss man sein, um so einen Move zu bringen? Der arme Mann, auf Ewigkeiten als U-Bahn-Furzer in die Geschichte eingegangen. Andererseits, ziemlich guter Witz, wie er komplett die Kontrolle verloren hat und nichts dagegen machen konnte. Und du sitzt da und die ganze U-Bahn denkt, du hast gefurzt. Komm her. Bin ich froh, dass ich nicht er war, aber zugegebenermaßen wirklich guter Joke. Ich weiblich 14 beichte, dass ich als Kind immer meinen Eltern mein Geschäft auf dem Klo gezeigt habe und wenn sie nicht, habe ich so laut geheult und geschrien, bis sie kommen. What the fuck? Ich dachte so die Story, okay, alles klar, vielleicht mit 5, mit 6, aber mit 14? Bro, 14? Und stell dir vor, du bist Vater, Mutter und dein 14-jähriges Kind ruft dich, um die Scheiße im Klo zu zeigen und du musst wieder aufstehen, dir das angucken, weil das Kind sonst heult. Mein Mitleid geht raus an deine Eltern. Ich hoffe, ne, du kannst die irgendwie mal ein bisschen in den Arm nehmen und denen Danke sagen dafür, dass sie diese Zeit mit dir durchgemacht haben. Oh Mann, ey. Oh. Ich weiblich 21 beichte, dass ich vorgestern aus purem Enthusiasmus durch den Flur gerannt bin, dabei scheinbar ziemlich mit den Armen gefuchtelt und mir so zwei Finger gebrochen habe. Wie? Erklärt man das dem Arzt? Und der Krankenversicherung. Irgendwie wird ja einer mal nachfragen, wie das Ganze passiert ist. Erzähl einfach, du hast gegen irgendwen gekämpft und wurdest überfallen und hast dich dann verteidigt und so. Brennendes Haus, du wolltest hochklettern, Kind retten, irgendwie sowas. Aber sag nicht, dass du durch den Flur gerannt bist, weil du dich so gefreut hast. Bitte sag das einfach nicht. Trotzdem natürlich gute Genesungswünsche. Ich hoffe, deinen Fingern geht's bald wieder besser und lass halt mit dem Rennen mal lieber ein bisschen sein drin. Draußen auf der Wiese, okay, aber drin nicht. Immer, wenn ich kacke, muss ich auch erstmal die Kacke anschauen, bevor ich sie spüle. Ich sage einfach nichts dazu. Nee, komm, einfach kein Kommentar. Okay, die eine Detailaufnahme kriegt er noch. Ich, männlich 20, habe in der Grundschule aus Spaß bei über 20 Fahrrädern meiner Mitschüler die Reifen zerstochen. Ich war mir in dem Moment nicht bewusst, wie schlimm das ist, wurde aber auch von keinem gesehen. Bei so einem Sachschaden wurde dann natürlich auch die Polizei eingeschaltet und als ich realisiert habe, was ich da angerichtet habe, habe ich am nächsten Tag aus Angst jedem erzählt, mein bester Freund wäre das gewesen und ich hätte ihn dabei gesehen. Kurz das Ende der Geschichte, seine und meine Eltern mussten jeweils ca. 2000 Euro Strafe zahlen und wir mussten ein Jahr lang die Schule nach Unterrichtsschluss putzen, sind aber bis heute beste Freunde. Was bist du für ein guter Freund gewesen? Du chillst einfach, hast nichts gemacht und plötzlich kommt einer und sagt, du warst das. Ich war irritiert, warum auch deine Eltern 2000 Euro zahlen mussten. Ich dachte, du hast es nicht zugegeben. Aber freut mich, dass ihr trotzdem auf jeden Fall immer noch befreundet seid. Und falls du das nächste Mal was anstellst, sag einfach wieder, er war's. Passt schon. Ja, Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung, was auch immer. Schieb alles auf ihn. Er macht das schon mit, keine Sorge. Hi. Care for you. Und im Zweifelsfall sitzt ihr dann halt ein Jahr lang zusammen im Knast. Was soll's? Und eure Eltern müssen wieder Geld zahlen. Freunde, das war's von mir. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Beichten. Schickt gerne weitere ein. Link in der Videobeschreibung. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen weiterlesen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.